In diesem Video geht es wieder mal um das Tripod, um ein Werkzeug, um auf einer Freiformfläche oder einer beliebigen Fläche irgendwelche Punkte zu markieren und Informationen für Konstruktionen verwenden zu können. Ich habe das jetzt mal ein bisschen angepasst, dass das Teil noch etwas mehr kann. Also wir haben jetzt hier mal so eine Freiformfläche und hier liegt so ein Tripod drauf. Es besteht standardmäßig aus drei solchen Beinchen, wobei zwei in Richtung der UV-ISO-Linien der Fläche zeigen. Wenn wir also hergehen und wir erzeugen mal hier ein Gitter, da sehen wir, dieser Tripod zeigt hier parallel zu diesen Linien und ich kann den jetzt hier auch einfach da ein bisschen auf entlang einer Linie verschieben, in die eine und die andere Richtung. Ich kann einzeln auswählen, die einzelnen Kanten. Ich kann aber auch sagen, ich möchte diesen Punkt hier drin auswählen. Dann habe ich genau den Punkt, den ich jetzt durch die beiden UV-Parameter 2097 ausgewählt habe, auch jetzt selektiert. Ich kann die Größe des Tripods skalieren. In Millimeter, das ist jetzt die Länge der Beinchen. Könnte also sagen, ich habe hier 100 Millimeter, wie immer man das auch braucht. Und könnte jetzt beliebig viele solche Tripods erstellen. Faces, Tripod. Ich muss also eine Fläche auswählen. Und dann ist es da. Und dann kann ich den jetzt wieder auf die Reise schicken, wohin auch immer ich den brauche. So. Was jetzt noch geht, ich mache das mal aus, mache den mal aus, ist, dass ich hier den Anzeigemodus umschalte von Tripod auf Kurvenanzeige. Oh, habe ich den falschen, den natürlich hier auf Kurve. So, und was bedeutet das? Die Kurvenansicht sagt, wenn ich diese Fläche hier habe, dann kann ich zwei Krümmungskreise beschreiben, minimale und maximale Krümmung, und diese beiden Krümmungskreise oder Kugeln, die werden jetzt hier angezeigt. Ich habe einmal den einen Kreis, den großen, der hat hier seinen Mittelpunkt, und der zweite hat jetzt hier seinen Mittelpunkt. Hier in diesem Fall zeigen beide Kreise in die gleiche Richtung vom Flächenpunkt aus, das heißt, wir haben so eine Oberfläche ähnlich wie bei einer Kugel. Wenn ich jetzt die Koordinaten hier mal ein bisschen ändere, gehen wir hier einfach mal was anderes ein, zum Beispiel sowas, dann habe ich einmal hier die Krümmung, das sieht man auch ganz deutlich, wo die herkommt, nämlich durch dieses Rohr, und in diesem Punkt ist an der Stelle die andere Richtung eigentlich so eben, dass man sagen kann, hier gibt es keine Krümmung. Und das wird jetzt so dargestellt. Es fehlt also der zweite Krümmungskreis. Wenn ich so etwas habe, bedeutet das, dass die Fläche lokal hier abwickelbar ist. Wenn also nur ein Krümmungskreis existiert. Man kann da jetzt auch einfach mal weitergehen, dann sieht man, wie sich die Krümmung ändert. Wenn der Punkt dort so lang huscht, wir merken, die eine Krümmung wird jetzt immer stärker. Und dann wird sie wieder schwächer, und das gleiche ist letzten Endes auch bei dem anderen. Was jetzt wichtig ist, was man sehen kann, ist, dass diese, hier haben wir jetzt wieder mal den Fall, dass es die eine Krümmung verschwindet. Jetzt haben wir auch hier einen eichenartigen Effekt. Es gibt hier einen Schwellwert. Maximaler Radius, der ist jetzt eingestellt auf 4 Meter, das heißt, wenn der Krümmungsradius größer als 4 Meter ist, bedeutet das in dieser Darstellung, dass gewechselt wird in die Darstellung, es ist eben. Das sind also so ganz kleine Dellen, die man im Blech hat, wo man sagt, eigentlich ist das Blech noch glatt. Ich sehe zwar, da ist was drauf, aber es ist eigentlich glatt. Und wenn der Krümmungsradius kleiner als 4 Meter ist, dann wird er wieder als solcher angezeigt. So,
Ich kann jetzt den Schwellwert auch runtersetzen. Ich könnte jetzt sagen, oder hochsetzen, erstmal 5000 Millimeter ist der Kreis noch da. Wenn ich jetzt hier 1000 Millimeter angebe, dann sehe ich, dann ist das in der Richtung hier, in diese Richtung gerade. In der Richtung ist es noch gekrümmt. Wenn ich mir jetzt den Spaß machen würde, würde ich sagen, ich nehme nur Krümmungsradius 100, dann ist diese Fläche hier tatsächlich eben. Also wir reden jetzt über 10 cm Krümmungsradius. Da ist diese Fläche eben und ich müsste mir jetzt hier irgendwo mühsam eine Stelle suchen, wo die Fläche dann doch nicht eben ist. Also wir können jetzt hier einfach mal schauen, wenn ich jetzt hier 600 angebe, ist er immer noch eben, 1600 nicht. Jetzt könnte ich das mal auf runter transformieren. Dann merke ich, 1000 ist immer noch nicht eben. So, welche Attribute gibt es noch? Es gibt hier noch die Source, das heißt also quasi, was ist das Objekt, was die Fläche liefert, und hier die Face Number. In dem Fall gibt es eh nur eine Fläche, wenn ich aber jetzt einen anderen Körper hernehme. Zum Beispiel könnte ja sein, ich bräuchte jetzt mal einen Zylinder und ich will jetzt auf dem Zylinder hier ein Tripod drauf liegen, dann liegt der standardmäßig auf der Fläche 0. Und jetzt kann ich aber sagen, ich möchte den gern auf die Fläche 1 haben und dann liegt er auf dieser wirklich schrägen Fläche. Und den kann ich jetzt hier auch ein bisschen lang laufen lassen. Und kann umschalten vom Tripod-Modus auf Kurvenmodus. Und dann haben wir das. Ich wiederhole das nochmal. Also ich wähle es aus und erzeuge ein Tripod. Der liegt auf der Grundfläche. Gehe dann her, ändere die Flächennummer auf 1. Dann liegt er hier drauf und schalte jetzt um in die Krümmungsanzeige. Und in dem Falle sehe ich, wie die Krümmung liegt. Also ich sehe beim Kegel, ich habe einmal einen Krümmungsradius, der hier in dieser Kegelmandelfläche drin liegt und der andere Krümmungsradius verschwindet, weil der Kegel ja abwickelbar ist. Wenn ich dann jetzt hier nach unten marschiere, dann sieht man genau diesen Effekt. Und wenn ich auf die andere Fläche gehe, dann ist es klar, diese Fläche ist nicht gekrümmt, es erscheinen keine Krümmungskreise.